Mitarbeiter der Stadt und der Holding Graz sind auch an den Feiertagen für Sie im Einsatz. An den Feiertagen kommt nicht jeder dazu zu feiern. Zum Beispiel jene hunderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an diesen Tagen für uns Grazer Bürgerinnen und Bürger im Einsatz sind. Wer tatsächlich ein wahres Christkind ist und uns eine erholsame Auszeit ermöglicht, erfahren Sie im folgenden Film. Wieder ist ein weiteres Jahr geschafft und wir gehen auf die wohlverdienten Feiertage zu. Doch damit wir diese auch stressfrei nutzen können, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und der Holding Graz auch an diesen Tagen, großteils sogar rund um die Uhr, für sie im Einsatz. Wie fühlt es sich an, am Heiligen Abend zu arbeiten, wenn der Großteil mit der Familie vor dem Christbaum steht? Es ist natürlich immer für Familienväter ein schwieriges Unterfangen, wenn man weiß, dass die Kinder zu Hause sind und das Familienfest gefeiert wird. Aber man stellt sich einfach mit der Zeit darauf ein und man weiß ja auch, worum man geht. Man ist ja auch für die Bevölkerung da und das Allgemeinwohl ist eigentlich höher einzuschätzen als das eigene Wohl. Wir haben Rufbereitschaft, das heißt, wir werden telefonisch verständigt, wenn der Schnee kommt. Die andere Seite ist das, man schaut immer beim Fenster raus, hofft, dass es nicht schneit und wenn es nachher als weiße runterkommt, dann weiß man schon, was man zu tun hat. Schneit es heuer am 24. Dezember? Ja, das muss man einmal, wie es kommt. Für die Kinder soll es schneien und für uns alle wäre es besser, es schneit nicht. Wie verbringen Sie Weihnachten hier am Stützpunkt? Gegen am Nachmittag oder gegen am Abend wird auch bei uns ein Christbaum erleuchtet mit elektrischen Kerzen. Und der jüngste Feuerwehrmann muss ein Gedicht aufsagen und einer von meinen Kollegen spielt dann mit der Gitarre. Nicht so lange, bis ein Alarmzeichen kommt und wir ausfahren müssen, aber das gehört einfach dazu. Das ist auch ein Teil des Feuerwehrlebens. Stets zu Diensten. Wir haben für Sie die wichtigsten Services in unserem Feiertagskalender zusammengefasst. Wo kann ich meinen Christbaum entsorgen? Anmutig steht er in den Wohnzimmern und sorgt für leuchtende Augen bei den Kleinen. Doch wenn der Christbaum seine glänzende Arbeit geleistet hat, dauert es nicht lange, bis er die ersten Nadeln fallen lässt. Wer also seines Christbaums überdrüssig ist, kann ihn ab dem 25. Dezember an einer der über 60 Christbaumstellen in Graz entsorgen. Alle Christbaumstellen finden Sie unter www.ökostadt.graz.at sowie unter www.holding-graz.at. Vergessen Sie nicht, den Baum von Schmuck, Lametta und Kerzen zu befreien. Wohin mit dem Müll? Jetzt heißt es Platz machen für die neuen Weihnachtsgeschenke. Sollten Sie sich bei Ihrem Feiertagsputz alter Sachen entledigen, die nicht über die getrennte Sammlung entsorgt werden können, steht Ihnen das Recycling Center in der Sturzgasse zur Verfügung. Wer es an den Feiertagen lieber ganz bequem angehen lassen möchte, der wartet einfach, bis die Müllabfuhr kommt. An den Samstagen 31. Dezember und 7. Jänner sowie in der dazwischenliegenden Arbeitswoche ist die Müllabfuhr verstärkt im Einsatz. Das Recycling Center ist auch über die Feiertage für Sie da. Was tun, wenn's brennt? Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, doch wenn es brennt oder Unfälle auf den Straßen passieren, ist die Grazer Berufsfeuerwehr selbstverständlich auch am 24. Dezember und am 31. Dezember rund um die Uhr für Sie da. Folgende Nummern sollten Sie unbedingt abspeichern. Die Feuerwehr, die Brandmeldezentrale, die Tierrettung und der Katastrophenschutz bringen Sie sicher über die Feiertage. Hilfe, mein Kanal ist verstopft. Es gibt nichts Unromantischeres, als wenn man an den Feiertagen gemütlich auf der Couch sitzt und plötzlich von einer übel riechenden Duftwolke umgeben wird. Im Falle einer Verstopfung Ihrer Hauskanalanlage sorgen die kommunalen Dienstleister mit einem Spülwagen für eine rasche Behebung. Auch bei allen Gebrechen am Leitungsnetz der Holding Graz und allen Anschlussleitungen einschließlich des Wasserzählers sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 24 Stunden für Sie im Einsatz. Was kann ich an den Feiertagen unternehmen? Endlich hat man einmal Zeit, all die Dinge zu tun, die einem richtig Spaß machen. Zum Beispiel Wellnessen, Wandern und Graz von seiner besten Seite kennenlernen. Und wie startet man am besten ins neue Jahr? Indem man zuerst in der Sauna seine Abwehrkräfte stärkt, um schließlich am Schlossberg das fulminante Feuerwerk über Graz hautnah mitzuerleben. Genießen Sie die ruhige Zeit am Berg oder im Tal.
Beachten Sie die geänderten Öffnungszeiten unter www.holding-graz.at. Muss ich während der Weihnachtsfeiertage einen Parkschein lösen? Da in diesem Jahr der Heilige Abend und Silvester auf einen Montag fallen, gilt für die blauen und die grünen Zonen ganztags die Gebührenpflicht. Aufgepasst, am Hauptbahnhof besteht diese täglich von 8 bis 22 Uhr. Das Parkgebührenreferat Käsgasse 6 ist auch zwischen den Feiertagen von 8 Uhr bis 12.30 Uhr für Sie da. Achtung, starker Schneefall! Weiße Weihnachten wären sozusagen die Krönung am Heiligen Abend. Doch wenn Frau Holle einmal so richtig loslegt, heißt es auch für knapp 200 Straßenarbeiter mit 67 Fahrzeugen ausrücken und Schneeschaufeln. Hauptdurchzugsstraßen, gefolgt vom Schienennetz und Bergstraßen, haben oberste Priorität und werden im Nu vom Schnee befreit. Nur vor ihrer eigenen Türe müssen sie schon selbst kehren. Einer unbeschwerten Weihnachtszeit steht also nichts mehr im Wege. Außer man hat noch immer kein passendes Geschenk gefunden. Wo bekomme ich noch in letzter Minute ein Weihnachtsgeschenk? Schenken Sie zu Weihnachten unbegrenzte Mobilität mit den Graz-Linien-Cards. Wählen Sie aus 5 verschiedenen Designs Ihre Favoriten und bringen Sie Bewegung in das Leben Ihrer Lieben. Die Graz-Linien-Cards erhalten Sie im Mobilitätscenter in der Jakoministraße. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadt sind gerüstet. Weihnachten kann kommen. Die Stadt und die Holding Graz wünschen Ihnen ein frohes Fest und besinnliche Feiertage. Das nächste Mal. Advent, Advent, ein Feuer brennt. Und eine Leistungsvorschau ins Jahr 2013.